Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft auf der PS4. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge. Und ich habe mal überlegt, vielleicht mal auf eine kleine Erkundungstour zu gehen. Ich werde mal eine Werkbank bauen. 6 habe ich noch. Essen habe ich auch noch ein bisschen dabei. Da können wir ja mal ein bisschen erkunden gehen. Bisschen Platz habe ich ja im Inventar noch. Also schauen wir einfach mal. Da guckt mal ein bisschen die Umgebung. Nehme ich doch mal ein paar Brote mit. Das dürfte reichen. Und gucken wir uns mal ein bisschen die Umgebung an. Ich habe ja hier die Koordinaten. Obwohl, sollte ich vielleicht ein Bett mitnehmen? Ich überlege gerade, ob es das wert ist, ein Bett mitzunehmen oder die Nacht durchzumachen. Weil ich habe hier den Respawn-Punkt bei meiner Heimat. Wenn was passiert, kann ich zurück respawnen. Deswegen nehme ich eigentlich ungern immer Bett mit, um irgendwo zu schlafen, weil ich gerne meinen Respawn-Punkt in meiner Heimat lassen möchte. Daher werde ich wahrscheinlich das auch so machen, dass ich den Respawn-Punkt da lasse in der Heimat und kein Bett nehme. Ist ein bisschen risikobehafteter, wenn ich keins mit habe, aber egal. Wir riskieren es jetzt einfach mal und laufen los und da guckt mal ein bisschen die Gegend. Weil ich möchte nicht die ganze Zeit nur in der Heimat hängen und irgendwas in der Heimat machen. Ich will auch mal ein bisschen der Gegend erkunden mit euch zusammen. Daher mache ich das jetzt einfach mal und laufe hier los. Einfach mal querfeld ein, würde ich sagen. Und schauen mal, wo wir rauskommen oder auch nicht rauskommen. Das ist immer das Interessante an Minecraft. Wo kommt man am Ende raus oder auch nicht? Das ist immer sehr interessant. Ich sträube mich eigentlich immer sehr vor größeren Erkundungstouren, aber diesmal mache ich das einfach mal. Und guck mal, wo ich einfach rauskomme. Vielleicht finde ich ja noch mal ein schönes Dörfchen oder so. Mit etwas Glück. Einfach mal schauen, was uns hier erwartet auf der Tour. Und wenn ich was finde, was nützbar ist, nutzbringend ist, nehme ich das natürlich mit auf der Erkundung. Wie hier solche Blümchen zum Beispiel, solche Huhn, wo ich denke, okay, da brauche ich noch ein paar. Das war halt einfach okay, nehme ich einfach mal mit hier, wenn es gerade so auf dem Weg liegt. Ja, guck mal hier mal ein bisschen die Gegend noch mal hier. Vielleicht finden wir noch ein schönes Eck, wo wir auch was bauen können, eventuell. Ist dann auch nicht verkehrt, wenn man einfach noch eine zweite Location hat, dann vielleicht, wo man auch noch ein bisschen bauen kann. Ist dann auch nicht verkehrt, das zu machen. Und so die Idee habe ich ja jetzt gehabt, eigentlich einfach mal loszuziehen, vielleicht noch eine zweite Location aufzumachen. Um einfach auch noch irgendwo was weiter zu bauen. Dass es einfach nicht so langweilig ist hier auf der Welt, dass man immer mal ein bisschen hinterher switchen. Zwischen den meinen Dörfern oder meinen Bauten, Häusern und etc. pp. Hier gibt es auf jeden Fall eine schöne große Birkenregion. Hier wachsen nur Birken. Echt extrem. Aber das bedeutet ja, dass wir Holz am Mars haben. Was auch gut ist, irgendwie. Aber es kann nicht sein, um Holz zu machen. Die Pflanzen nehme ich auch einfach mal mit. Kann man alle noch dann in der Heimat anbauen wieder.
so verschönern. Kann nie schaden, und ihr wisst ja, dass ich Blumen sehr mag und Natur. Deswegen nehme ich auch immer solche Pflanzen gerne mit hier bei Minecraft. Weil ich einfach liebe, die Pflanzen, die Natur und die Bäume und Tiere. Deshalb ist sowas natürlich perfekt, was das angeht. Also mache ich das einfach mal und nehme es mit. Oh, da mein Wüstenbiom. Mal ganz kurz schauen, was es da so gibt. Einfach mal so an den Rand hier lang laufen von der Wüste. Vielleicht findet man ein kleines Wüstendorf oder eine Oase. So am Rand des Bioms. Was wir ausbeuten können. Einfach mal schauen. Wenn, dann möchte man ja auch gleich ein bisschen erkunden nebenbei, nicht nur rumlaufen. Und Ressourcen farmen. Ist immer hilfreich, wenn man dann mit einer schönen Tasche voll mit Ressourcen wiederkommt, wenn die Taschen voll sind. So, nehmen wir natürlich auch mit. Jetzt muss ich langsam aufpassen, jetzt wird es glaube ich auch wieder langsam Nacht. Wenn sich so die 10 Minuten Grenze nähert. Ihr kennt das ja, so eine 10 Minuten Grenze zwischen Tag und Nacht immer. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass die Nächte länger erscheinen als die Tage. Das kann natürlich auch täuschen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, was das angeht, dass das einen nicht täuscht. Weil man es vielleicht nur denkt, dass das länger ist, dabei ist es das gar nicht. Das sind manchmal einfach nur so Täuschungseffekte, weil man das denkt, weil ist es aber gar nicht so. Das ist nämlich immer das Problem bei solchen Spielen, dass man dann sehr schnell dadurch getäuscht wird von so einer Vorstellung oder sonstiges. Ich werde mal hier zum Rand der Wüste weiterlaufen, glaube ich. Ich weiß, ich entferne mich ziemlich weit vom Dorf, aber das ist ja jetzt egal. Ich will auch meine Erkundung machen hier. Weil ich möchte euch ja nicht nur mit meinem Dorf langweilen und an dem Dorf rumbauen. Ich möchte auch mal ein bisschen hier durch die Minecraft-Landschaft ziehen mit euch zusammen. Auch wenn ich ungern sehr weit weg laufe von der Heimat. Aber ich mache das einfach jetzt mal. Einfach mal aus dem Unterhaltungswert, dass es hier mal ein bisschen unterhaltsamer wird wieder. Weil ich glaube, so auf Dauer, wenn man ganz halt immer nur an einer Location hockt, wird das auch langweilig. Auch für mich selber wird das langweilig. Hätte das doch viel zu tun und zu machen, aber naja. Also der kleine Erkundungstour durch die Pampa ist auch immer nicht übel, würde ich meinen. Kann auch mal ein paar Folgen lang machen. Und vielleicht haben wir auch das Glück, wir finden noch ein Dorf. Was natürlich richtig klasse wäre, wenn wir ein Dorf finden würden. Wo es auch Betten gibt, wo ich dann vielleicht übernachten könnte. Da würde ich mir auch sofort die Koordinaten aufschreiben für den Dorf. Dass ich da einfach mal zurückkehren kann. Im späteren Verlauf meines Let's Plays von Minecraft. Und ja, ich tue jetzt bewusst nicht rennen, weil wenn man weiter weg ist von der Heimat, kann man sich das schlecht erlauben, seine Power so zu verballern, seine Hungersleisten. Und ich schaue mal, was wir hier haben. Sieht aus wie ein zerstörtes Portal. Oh, warte mal. Das sind Lava-Blöcke, ne? Au! Ja, drauf schon sollte man nicht gerade auf den Block. Weil das tut weh. Immerhin Lava. Aber jetzt haben wir die Blöcke mal ein hier.
Goldblock. So. Nicht schlecht. Immer mit. Hä? Ich glaube jetzt nicht, dass das Inventar ist voll. Eisenklumpen. Weg. Und ich weiß kaputte Axt hat auch weg. Haben eh keinen Wert. Da geht's gleich in eine Höhle rein. Ehrlich? Na gut, es wird eh Nacht. Da könnten wir auch da in die Höhle mal reingucken, hä? Ich habe ja genug Sachen mit. Obwohl ich könnte natürlich. Warte mal, nee, hier. Kiste. Da tue ich einfach mal das Zeug rein hier. Was ich gerade nicht brauche. Sicher ist sicher. So, Fackeln. Na, soll ich auch mal wieder ein paar machen. So. Gut. Servus. Denkst du, ich habe dich nicht gesehen, ne? Du kleiner Penner. Komm mal ran hier auf den Meter. So, da würde ich mal sagen. Wir haben doch Erde mit, ne? So, abgesichert. Hab mich keinen Bock, dass er von oben was kommt jetzt und mir die Hölle heiß machen möchte. Gut, müssen wir so die Zeit merken. Dann auch wieder rechtzeitig rauskommen, wenn es hell wird. Dann brauchen wir ja mal auch ein bisschen Ressourcen ab, würde ich sagen. Damit kann man ja schön XP farmen hier mit der Kohle. Deswegen nehmen wir es auch mal schön mit. Und dann werde ich auch die Folge mal langsam beenden, denn ich sehe, die Zeit ist auch schon wieder bald dran. Leider, leider. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch die Folge wieder viel Spaß gemacht hat. Und wir würden uns natürlich dann am Donnerstag zur nächsten Folge bei Quest wiedersehen. Und wir werden dann bestimmt noch viel Spaß haben bei unserer Erkundung. Weil da werde ich auf jeden Fall weiter erkunden gehen. Das steht fest. Die Erkundungstour ist auf jeden Fall noch nicht beendet. Die geht noch schön weiter das nächste Mal. Und ich werde die Folgen jetzt auch ein bisschen länger machen. Das kann ich euch auch schon mal sagen als kleine Vorabinformation. Weil ich ja jetzt am Samstag meinen Classic Day mache. Wie ihr schon mitbekommen habt wahrscheinlich. Und daher gibt es Samstag natürlich nicht mehr das reguläre Let's Play. Was ich immer mache. Daher kommen sie nur noch Dienstag und Donnerstag und die anderen halt Montag, Mittwoch, Freitags. Und ja, das hier beispielsweise von Minecraft und der Showdown kommt dann nur noch am Dienstag bzw. Donnerstag, an zwei Tagen. Deshalb auch etwas die Folgenverlängerung, dass die Folgen etwas länger sind und nicht so, nicht so kurz. Das mache ich aus dem Grund, das etwas auszugleichen. Weil ich möchte ja auch fair sein, was das angeht. Also mache ich die Folgen ein bisschen länger. Und hoffe, dass das für euch okay ist. Aber dafür habt ihr jetzt am Samstag noch ein zusätzliches Let's Play. Oder sagen wir mal so mehrere Spiele. Also als Emulator sozusagen.
Und ja, hoffe einfach mal, dass es euch gefallen wird. Der erste Classic Day ist ja dann schon rum, wenn ihr das, die Videos hier seht. Die ersten sind ja dann schon abgeschlossen. Und die neuen für die nächste, also für den Samstag jetzt, habe ich auch schon fertig aufgenommen. Also könnt ihr euch schon auf Samstag wieder freuen. Da wird es den nächsten Classic Day geben, den zweiten. Von meinem neuen Projekt, das ich da durchstarte. So eine große Änderung wollte ich zwar nicht nochmal machen auf meinem Kanal, dass ich so eine riesige Änderung mache, was Let's Play angeht. Aber mir kam einfach spontan die Idee, das zu machen. Und deswegen mache ich das auch. Aber jetzt werde ich wirklich mal die Folge beenden. Und ja, hoffe wie gesagt, dass es euch viel Spaß gemacht hat zuzuschauen, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid bei Let's Play Minecraft auf der PS4 mit und von eurem Darth Steffen zockt. Bis dahin, eine schöne Zeit, bleibt mir treu gewogen und gesund, lasst euch nicht ärgern und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, 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 euer Darth Steffen zockt. Möge die Macht und das Minecraft Survival Blut mit euch sein.